Hallo Rhino-Freunde, hier ist wieder der Klaus mit einem neuen Schraubenvideo. Heute üben wir das Zeichnen einer Holzschraube. Im Vergleich zu einer metrischen Metallschraube aus einem meiner vorherigen Videos ist das Zeichnen einer Holz- oder auch Blechschraube ein klein wenig anders. Schauen wir uns mal die Maßtabelle einer Holzschraube an. Ich habe da hier eine Senkkopfschraube mit der Größe 5 x 40 und der Nenndurchmesser ist natürlich dann 5 mm, das ist der Durchmesser des Gewindes hier. Der Schaftdurchmesser am oberen Ende, wo noch kein Gewinde ist, der ist 3,5 mm. Der Kerndurchmesser beim Gewinde ist 3,1 mm. Die Steigung ist 2,5 mm. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied zu den Metallschrauben, weil die Steigung schon wesentlich größer ist. Der Flankenwinkel, schauen wir mal hier genauer hin, der ist spitzer als bei einer metrischen Metallschraube, nämlich 40 Grad, während bei der metrischen Metallschraube, wie auch bei dieser Blechschraube hier rechts, da ist er noch 60 Grad. Die Länge, wie gesagt, bei meinem Muster ist 40 mm. Die Spitzenlänge vom Anfang bis zum Ende der Spitze ist immer ungefähr anderthalbfach der Nenndurchmesser, also in dem Fall dann 7,5 mm. Und der Kopfdurchmesser ist 9,6 mm. Dann fangen wir mal an zu zeichnen. Bevor wir anfangen, möchte ich euch noch zeigen, wie ich einen Befehl, den ich häufig nutze, auf eine Funktionstaste meiner Tastatur lege. Und zwar nehme ich mal den Befehl Offset und zeige euch das mal. Ansicht, Anzeigeoptionen, ziemlich weit runter, hier unten Tastatur. Und hier sehen wir schon, bei F4 steht der Befehl Offset. Bei euch wahrscheinlich noch nicht, weil ich den ja hier reingesetzt habe bei mir. Das Ausrufezeichen bedeutet, dass der vorherige Befehl, der eventuell noch in Funktion ist, erstmal gelöscht wird, sonst kann ja der neue Befehl nicht ausgeführt werden. Der Unterstrich bedeutet, dass ein englisches Befehlswort kommt. Das deutsche Befehlswort wäre Parallelkurve, glaube ich, oder Parallellinie. Danach kommt ein Leerzeichen und dann nochmal ein Unterstrich und dann eine Funktionsoption. Und zwar ist es das A für Abstand. Ich muss also nicht nochmal Abstand und Return eingeben, sondern es geht auch automatisch. Schließen wir das mal und probieren das mal. Ich blende mal die Ebene Muster aus. So, zeichne eine beliebige Linie. Und gehe auf F4, also meinen Befehl Offset, und schon steht oben Versatzabstand. Da kann ich jetzt einen Abstand von 5 eingeben zum Beispiel und markiere meine Linie und habe im Abstand von 5 mm meine zweite Kurve. So, das brauchen wir sogar beim Zeichnen unserer Schraube jetzt öfters, deswegen würde ich vorschlagen, dass ihr das auch macht. So, ich lösche das wieder und fange mit dem Zeichnen an. Dazu wähle ich das Fenster Front und zeichne mir ein Achsenkreuz. Linie. Vielleicht sollte ich euch erst zeigen, dass ich den Rasterfang hier mit Einstellungen auf 0,5 gesetzt habe. Das ist praktisch für die Schraubenzeichnung. Und Ortho mit der rechten Maustaste wieder, Einstellungen, also den Step von 15 Grad eingestellt habe. Wenn ich jetzt eine Linie zeichne, dann steppt es immer bei 15 Grad. Das braucht man häufig, 15 Grad. Und jetzt, wo ich mein Achsenkreuz gezeichnet habe,
brauche ich zum ersten Mal meine Funktionstaste F4 mit dem Befehl Offset. Ich markiere zum Beispiel die horizontale Linie und fange an, den Schraubenkopf zu zeichnen. Mit F4, Versatzabstand, naja, am Schraubenkopf ist ja immer so ein kleiner Absatz oben. Ich sag mal 0,3 und schon habe ich bei 0,3 meine zweite Linie. Dann brauchen wir noch den Durchmesser des Schraubenkopfes. Der ist 9,6, also müssen wir bei dem Radius von 4,8 eine Linie setzen. F4, 4,8 und schon haben wir diese Linie hier. So wissen wir schon, wie der Schraubenkopf im Durchmesser ist. Wir können jetzt auch schon eine Linie zeichnen, indem wir hier auf Linie gehen, den Objektfang aktivieren, auf Schnittpunkte gehen. Wenn ich mit der rechten Maustaste irgendein Feld anklicke, dann sind die anderen Felder alle gelöscht. Nur das eine Feld ist aktiv. Schnittpunkte. Jetzt fange ich hier an, in der Mitte. Einmal, zweimal, dreimal und jetzt 45 Grad, weil der Kopf 45 Grad hat. So ungefähr. Dann kann ich diese Eckpunkte gleich noch verrunden. Da gehe ich auf Kurve. Eckpunkte verrunden. Mit 0,2 habe ich schon voreingestellt. So, die Eckpunkte sind verrundet. Jetzt zeichne ich meinen Schraubenschaft, indem ich die Mittellinie aktiviere und wähle F4. Der Kerndurchmesser ist 3,1, also 1,55. So. Der Schraubenschaftdurchmesser, wo noch kein Gewinde ist, ist 3,5, also 1,75. Und der Nenndurchmesser der Schraube ist 5, also Radius 2,5. F4, 2,5. So. Jetzt zeichnen wir noch die Längen. Die Schraube ist insgesamt 40 mm lang, also meine Grundlinie in der X-Achse versetze ich nach unten 40. Die Spitzenlänge ist 7,5, also gehe ich hier unten auf F4, 7,5. Da hört meine Spitze auf oder fängt an. Dann das Gewinde ist 27 mm lang, also wieder F4, 27. Wir brauchen einen Gewindeauslauf, also F4, 2 mm nach unten. So. Jetzt haben wir, glaube ich, alle Maße, die wir brauchen, um unseren Schaft zu zeichnen. Da fange ich mal hier an, beim Kerndurchmesser, so, gehe runter bis hier, bis zum Anfang der Spitze und muss jetzt Modus ändern, indem ich auf M hier oben gehe, Modus, und dann die Spitze wähle. So, jetzt wähle ich hier diesen Punkt und sage Kurve, Bogen, Start, Ende, Richtung. Also hier, das ist das Ende, die Richtung ist so, nach oben. Jetzt habe ich diese Kurve schon. Jetzt wähle ich die nächste Kurve von da aus bis Halt. Modus wieder ändern, M. So habe ich wieder die Linie und gehe bis hier. Jetzt kann ich alle restlichen Linien löschen. Und habe meine Schraubenkontur. Hier muss ich noch verbinden. Kurve. Kurve verbinden. Diese mit dieser. So. Und die restlichen Kurven auch noch verbinden. Das mache ich so, indem ich sie alle fange. Und sage, bearbeiten, verbinden. Jetzt kann ich meinen Schraubenschaft schon erzeugen, indem ich diese
Kurve, rotiere. Und zwar mit dem Befehl Fläche, Rotation, Start der Rotationsachse. Also das, dann nehmen wir die Y-Achse hier. Beginn bei 0 Grad, Rotationswinkel 360 Grad und schon ist unser Schaft fertig. Schauen wir mal kurz. So, alles in Ordnung, wunderschön. Jetzt kann ich ein paar Hilfslinien löschen, die mich stören. Und zwar, diese brauche ich nicht mehr. Diese brauche ich garantiert auch nicht mehr. Den Schraubendurchmesser, den Nenndurchmesser brauchen wir noch, weil wir da ja unser Dreieck ansetzen, unser Profildreieck. Da fangen wir jetzt mit an, das zu zeichnen. Und zwar zeichne ich ein Dreieck an einer beliebigen Stelle. Hier fange ich an und sage relativ R, 2 mm zum Beispiel. Den Winkel wähle ich mit der Taste links neben dem Y, Winkel 180 und 20 und 200 Grad. Und jetzt wieder R2 und Winkel 360 minus 20, 340 Grad. Jetzt könnte ich die Kurve schließen, mache ich aber nicht. Jetzt müssen wir eine etwas schräge Linie setzen. Warum? Weil wir hier unten an der Spitze auch eine Schräge haben. Und wenn wir jetzt das normal schließen hier, so, und holen das mal an die Spitze, dann sehen wir, dass wir möglicherweise hier unten keine Verbindung bekommen, wenn wir diese zwei als Festkörper verbinden wollen. Also müssen wir das etwas schräg machen, ungefähr so wie die Spitze hier unten. Und zwar mache ich das gleich hier jetzt, eine Linie von, sagen wir mal, von hier bis hier und den Rest kann ich dann löschen. So, und das muss ich noch verbinden, Kurve verbinden, diese mit dieser und diese mit dieser. Die Spitze können wir noch etwas kappen, indem wir eine Linie etwa Komma 0,7 nach rechts versetzen. So, und jetzt diese Spitze löschen. Jetzt verbinden wir das wieder, diese Linie mit den anderen Linien, Kurve, Kurven verbinden, diese mit dieser und diese mit dieser. Und schon haben wir unser Profildreieck fertig. Das brauchen wir dann am oberen Ende. Jetzt zeichnen wir unsere Wendel, der entlang wir dann dieses Dreieck senden. Also Kurve, Helix, Anfangspunkt. Gehen wir mal auf Rasterfang und deaktivieren den Schnittpunkt. Warum mache ich das? Dass wir nicht irgendeinen Punkt von diesem Schaft fangen, sondern wir wollen ja den Mittelpunkt haben. Wir wollen ja die Achse treffen. Also müssen wir den Objektfang deaktivieren. Die Wendel fangen wir hier oben an und gehen bis fast an die Spitze. Und der Durchmesser der Wendel ist 5 mm, so wie das Schraubennennmaß. Jetzt habe ich das schon fertig. Jetzt muss ich nur noch mein Dreieck an die Wendel setzen. Und zwar mit Transformieren, Verschieben. Und da gehe ich jetzt auf Objektfang End mit der rechten Maustaste, dass die anderen Objektfänge gelöscht sind. Und jetzt fange ich das hier und fange das Ende hier. Und schon könnten wir jetzt unser Dreieck dieser Wendel entlang formen. Aber wir müssen hier unten ja etwas enger werden zur Spitze zu. Also mache ich Folgendes. Ich wähle Transformieren, Verjüngen, Objekt zum Verjüngen wählen, also diese Wendel, Return, Startpunkt der Achse, um die verjüngt wird, ist dieser Punkt, Endpunkt der Achse ist dieser Punkt,
Verjüngungsweite ist die ursprüngliche Weite, also hier, und die neue Weite, so ungefähr. Schön. Und jetzt können wir unser Dreieck der Wendel entlang führen mit Fläche aufziehen an einer Leitkurve. Die Leitkurve wählen wir hier, Querschnittskurve wählen wir, Return, nochmal Return und die Wendel schaut nicht schön aus. Das kommt daher, weil wir hier auf Freiform stehen in den Optionen und wir müssen in der Draufsicht arbeiten. Weil wenn wir von oben auf die Wendel schauen, dann ist sie parallel angeordnet. Müssen wir also hier wählen, parallel zur Ebene drauf. Und schauen wir mal bei Vorschau und schon sieht es doch recht ordentlich aus. Schauen wir uns mal die Spitze etwas näher an. Naja, so können wir es ja nicht lassen. Allein schon aus dem Grunde, weil ich versehentlich den Windungsabstand falsch gesetzt habe. Wir haben hier, glaube ich, 1,6 mm ungefähr und 2,5 mm Windungsabstand sollten es sein. Also zurück. Bearbeiten, mehrfach rückgängig. Helix. Müssen wir die Helix neu setzen? Und zwar von hier bis hier. Windungsabstand 1,6, da brauchen wir also 2,5. Jetzt sieht das schon anders aus. Und der Radius ist der gleiche wie vorher, da ändert sich ja nichts. Jetzt müssen wir wieder unser Dreieck an die richtige Stelle positionieren, transformieren, verschieben, Ende. Und Ende Helix. So, wunderbar. Und jetzt können wir die Helix aufziehen an einer Leitkurve. Aufziehen an Leitkurve. Die Leitkurve ist dieses hier. Die Querschnittskurve ist diese. Eingabe. Jetzt sieht das schon besser aus. Und natürlich müssen wir die Helix hier unten wieder anpassen mit Transformieren, Verjüngen, von hier bis hier, von diesem Durchmesser zu diesem Durchmesser. Und jetzt können wir unser Profildreieck der Helix entlang führen, indem wir auf Fläche gehen, ziehen an einer Leitkurve, Leitkurve, Querschnittskurve, klack, klack. So, schauen wir uns das mal an. Das ist natürlich noch nicht fertig. Bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir unsere Profilfläche hier schließen, indem wir auf Volumenkörper gehen, Deckfläche auf planare Öffnung setzen. So, jetzt ist das geschlossen und ist ein Flächenverband, den wir später mit dem Schraubenschaft verbinden können. Jetzt müssen wir das Profil erst anpassen. Und zwar gehen wir auf Transformieren, Verjüngen, wie vorhin schon, bloß nicht mehr über die ganze Länge, sondern wir verjüngen mal die letzten 3 mm nur. Von diesem Durchmesser, Rasterfang ausmachen, sonst geht es nicht gut, zu diesem Durchmesser und schauen uns das mal rechts in der Perspektive an und sehen, das ist wunderbar geworden. Jetzt müssen wir es oben noch etwas anpassen, beim Gewindeauslauf oben am Schaft
Und zwar auf die gleiche Art und Weise transformieren, verjüngen. Dieses Teil wird verjüngt. Startpunkt der Achse, sagen wir mal, gehen wir wieder auf Rasterfang, sagen wir von hier bis hier. Und von welchem Durchmesser? Von diesem bis zu diesem Durchmesser. Und das schauen wir uns auch in der Perspektive an. Das sieht doch sehr ordentlich aus. Wir können also jetzt die Wendel mit dem Schraubenschaft verbinden. Das machen wir als erstes. Schaft, Wendel und Volumenkörper, Vereinigung. Jetzt können wir die meisten dieser Linien löschen. Jetzt brauchen wir nur noch für die Schraube einen Schlitz. Und das machen wir ganz einfach so. Wir zeichnen uns ein Rechteck. So. Skalieren das in der Breite auf 1,2, also mal 0,6. So. Und jetzt schieben wir das so weit runter, wie wir das brauchen. Und machen daraus einen Festkörper, indem wir auf Volumenkörper planare Kurve extrudieren gehen. Gerade beide Seiten, ja, so. Und schon haben wir einen Festkörper, den wir jetzt von unserem Schraubenkopf abziehen können. Und jetzt noch Differenz, Schraubenkopf, Volumenkörper, Differenz, Abzugkörper. Und schon ist der Schraubenkopf fertig. Das löschen wir. Den Schlitz können wir noch etwas abrunden. Gehen wir auf Volumenkörper. Kante verrunden. Radius 1. Wählen diesen Schlitz. Bestätigen. Und schon ist das abgerundet. Sieht doch sehr schön aus. Bei meiner Musterschraube ist hier noch beim Übergang vom Kopf zum Schaft eine Phase. Das möchte ich jetzt hier auch noch anbringen. Und zwar Volumenkörper, Kante verrunden, Kante Phasen, Kante zum Phasen auswählen. Und schon haben wir unsere Phase hier. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Gehen wir auf Bild füllend zoomen. Schaut doch recht ordentlich aus. Und damit wäre dieses Video zu Ende. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann stehen ja die Kommentare zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal, euer Klaus.